Liebgewonnen haben viele Kinder aus dem Erzgebirge, aber auch aus anderen Regionen, den Berggeist Knuffel. Nicht zuletzt wegen vieler erlebnisreicher Ferienveranstaltungen. Knuffel wohnt schon seit Jahrhunderten unter einem großen Stein, ganz in der Nähe des Besucherbergwerks in Pöhla am Fundort Hämmerlein. Aber immer und immer wieder fällt der Berggeist in einen tiefen Schlaf. Wieder aufgewacht, bringt ihn Steffen Kind dann gelegentlich wieder aufs Laufende. Auch Weihnachten haben die beiden normalerweise ein Stelldichein. Bei der Kinderveranstaltungen Weihnachten mit Knuffel im Kulturhaus Aue. Doch auch die musste in diesem Jahr abgesagt werden. Deswegen hat sich Knuffels Bühnenpartner, Steffen Kind, Folgendes überlegt. Die zwei machen einfach Fernsehen und schicken das den Kindern zu Weihnachten auf die Mattscheibe. Als Berggeist kann Knuffel ja durch Wände gehen, Steffen Kind aber nicht. Und so hat letzterer ErzTV dazu geholt, um Weihnachten mit Knuffel in die guten Stuben der Kinder zu bringen. Sendezeiten sind am Heiligabend 19 Uhr sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag jeweils 6.15 Uhr, 11 Uhr und 14.30 Uhr. Heute leg ich meine Wünsche raus und ich warte auf den Nikolaus. Ich bin happy, wenn du an mich denkst. Ich hab für dich schon ein tolles Geschenk und ich zünde eine Kerze an. Und dann warte ich auf den Weihnachtsmann.